Koloman Mosers intarsierter Schrank gehört zu den Schmuckstücken des Leopold-Museums. 1902/3 entstanden, hat ihn Kolo Moser für die Wohnung eines frisch verheirateten Ehepaares entworfen. Im September 1903 konnten die beiden endlich in ihre Designerwohnung einziehen. Der Vater der Braut hatte sie finanziert, Dr. Anton Löw, Besitzer eines der besten Privatkrankenhäuser von Wien und einer der Förderer der Wiener Moderne. Löw hatte bereits seine Tochter von Gustav Klimt malen lassen und die gesamte Wohnung von Josef Hoffmann und Kolo Moser einrichten. Als die Wohnung eröffnet wurde, unter Anführungszeichen, also bezogen, wurde sie sogar veröffentlicht und die Leute konnten in den Zeitungen die Fotos dieser exquisiten Möbelstücke bestaunen. Was sehen wir? Möbelstücke mit sogenannter Intarsienoberfläche. Das heißt, dass ganz dünne Holzfurnierstückchen so perfekt geschnitten werden, dass sie wie ein Puzzle zusammengeklebt werden können. Das Bild wiederum wird auf den Holzkorpus geklebt. Nun, was stellt sie dar? Wir sehen hier an diesem Schrank zwei Frauenfiguren mit Maiglöckchen im Haar, die Lieblingsblumen der Ehefrau. Und Sie sehen auch zwei Tauben im unteren Bereich des Schrankes, die auf den Nachnamen Terra Mare, nämlich die Taube Noahs, verweisen sollen. Wiederschauen im Leopold-Museum.